Herzlich willkommen im Goethe- und Schiller-Archiv der Klassikstiftung Weimar. Hier im ältesten Literaturarchiv Deutschlands werden 5 Millionen Blatt bewahrt, erschlossen und erforscht, darunter Bestände von Schiller, Wieland, Herder und Goethe. Nutzer aus der ganzen Welt kommen zu uns und konsultieren unsere Handschriftenbestände, denn kein Digitalisat ersetzt das Original. Damit auch künftige Generationen die kostbaren Handschriften in den Lesesaal bestellen können, bitten wir Sie, schonend mit unseren Originalen umzugehen. Die Archivalien kommen in unterschiedlichen Überlieferungsformen vor. Als Doppelblatt, als lose Blätter und in gebundener Form. Hier sehen Sie ein Doppelblatt aus dem Archivbestand Christoph Martin Wieland, Blätter aus dem Nietzsche-Archivbestand und ein gebundenes Faszikel, das heißt zusammengeheftete Blätter, aus dem Bestand Goethes Akten. Zur sorgfältigen Handhabung der Archivalien verwenden Sie bitte die Hilfsmittel, die wir Ihnen im Lesesaal zur Verfügung stellen. Dazu gehören Spatel, Schaumstoffunterlagen, Bleischlangen und Sandsäckchen. Auch Bleistifte und säurefreie Papierstreifen liegen für Sie bereit. Bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, achten Sie bitte auf saubere und trockene Hände. Öffnen Sie bitte stets nur ein Objekt, damit keine Archivalien vertauscht werden. Für handschriftliche Notizen verwenden Sie bitte einen Bleistift. Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor. Heben Sie aus der blauen Transportkiste eine Schutzverpackung mit beiden Händen waagerecht heraus. Die anderen Mappen verbleiben in der Transportkiste. Ihren Laptop oder Ihre persönlichen Notizzettel legen Sie bitte seitlich daneben ab. Öffnen Sie die Schutzverpackung. Entnehmen Sie die Handschrift und legen Sie sie mittig auf den Tisch. Bitte legen Sie nichts auf das Original. Hier haben wir mehrere Doppelblatt vor uns. Um die Blätter einzeln anzuheben, verwenden Sie bitte stets den Spatel mit der abgerundeten Seite. Bitte blättern Sie immer äußerst sorgfältig Seite für Seite. Wenn Sie gebundene Schriftstücke im Lesesaal auswerten, nutzen Sie bitte die Schaumstoffkeile. Diese Polster in unterschiedlichen Größen und Formaten unterstützen die Objekte und minimieren mechanische Belastungen. Manche gebundenen Archivalien lassen sich nur bis zu einem bestimmten Öffnungswinkel aufschlagen. In diesen Fällen ist es besonders wichtig, nicht gegen den Widerstand des Objektes zu arbeiten. Um eine bestimmte Seite in Ruhe lesen zu können, verwenden Sie zum Fixieren der Seite eine Bleischlange. In bestimmten Fällen werden wir Ihnen auch bei gehefteten Faszikeln Schaumstoffkeile zur Verfügung stellen. Sollte es notwendig sein, dass für Foto- oder Kopieraufträge oder für Ihre eigene Recherchearbeit Textstellen markiert werden müssen, nutzen Sie bitte die säurefreien Papierstreifen, die im Lesesaal für Sie bereitstehen. Bei Unsicherheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Benutzerdienst, der Ihnen gern weiterhilft. Unsere Restauratorinnen und Magazinverantwortlichen stehen Ihnen in besonderen Fällen ebenfalls gern zur Seite. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Recherche.